Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde, in der Politik geht es immer um Menschen. Und deshalb ist Politik auch immer emotional. Deshalb möchte ich meine Rede heute beginnen mit einem Zitat von Heinrich Heine, das Sie alle kennen, das meine Gemütslage sehr gut ausdrückt. Ich denke auch Ihre und die von Millionen von Deutschen draußen in unserem Land. Heinrich Heine sagte 1844, denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Würde er es heute wieder sagen? Ich denke ja. Vielleicht würde er sagen, denke ich an Merkel in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ich heiße Roland Hartwig und bin Vater von 5 Kindern. Und ich wünsche mir, dass auch diese 5 Kinder eine sichere und gute Zukunft als Deutsche in unserem Land haben. Ich sehe mit Fassungslosigkeit, Trauer, aber auch Wut, wie die düstere Prognose von Thilo Sarrazin aus dem Jahr 2010 in Erfüllung geht. Deutschland schafft sich tatsächlich ab. Getrieben von allen Altparteien. Und so wie Sie und viele andere will ich mich damit nicht abfinden. Deshalb bin ich im Mai 2013 in unsere Partei eingetreten. Ich bin Vorstandsmitglied im Rheinisch-Bergischen Kreis, Sprecher des Stadtverbandes in Bergisch Gladbach, arbeite im LFA 14 Recht, Gesellschaft und Demokratie mit und bin Direktkandidat im Wahlkreis 100. Das ist der ehemalige Wahlkreis von Herrn Bosbach, der ja regelmäßig deutlich bessere Ergebnisse für die CDU einfuhr. Die möchte ich ihm ein für alle Mal abnehmen. Ich war in keiner anderen Partei. Und für mich steht auch nichts im Schuldnerverzeichnis. Geboren wurde ich 1954 in Ost-Berlin. Kurz vor dem Mauerbau flohen meine Eltern mit der Familie in den Westen. Und sie haben damals viel riskiert. Zuchthaus, Berufsverbote, die Wegnahme ihrer Kinder. Ihren Mut möchte ich weitertragen in unseren Kampf um unser Land. Denn auch heute müssen wir wieder mutig sein und kämpfen um Demokratie und Freiheit. Ich bin Rechtsanwalt und habe fast 33 Jahre für einen großen deutschen Weltkonzern gearbeitet, davon die letzten 17 Jahre als Chefjurist. Ich habe für diesen Konzern an vielen Fronten gekämpft, mit viel Mut, Hartnäckigkeit, Einsatz und Entschlossenheit. Das und meine Erfahrungen will ich einbringen für unsere Partei in den Bundestag. Konkret in den Rechtsausschuss und in den Auswärtigen Ausschuss. Und dabei sehe ich für meine Arbeit zwei alles überragende Themen. Wir müssen, und da gibt es für mich überhaupt keine Diskussion, Recht und Ordnung in unserem Land wiederherstellen. Denn ohne Recht und Ordnung gibt es keine Freiheit und keine Demokratie. Wir brauchen auch keine neuen Gesetze. Wir müssen nur das geltende Recht anwenden und natürlich auch diejenigen zur Verantwortung ziehen, die es bisher nicht angewandt haben. Wir müssen es anwenden, um unsere Kontrollen über die Außengrenzen wiederherzustellen. Wir müssen verhindern, unter Anwendung des geltenden Rechtes, dass Hunderttausende, ja Millionen illegal in die von uns aufgebauten und finanzierten Sozialsysteme einwandern. Und wir müssen ganz besonders dem Islam entgegentreten, wenn er anfängt, uns in unserem eigenen Land zu bekämpfen. Das geltende Recht reicht aus, um Parallel- und Gegengesellschaften entgegenzutreten, die inzwischen ganze Stadtteile kontrollieren. Und auch, um dem deutschen Steuerzahler dazu zu vorbewahren, für ausländische Schulden zu haften. Auch ganz klar rechtswidrig. Wir müssen dem deutschen Sparer helfen, der im Augenblick durch Nullzinspolitik und Inflation gezielt enteignet wird, um öffentliche Haushalte zu sanieren. Und das Recht ist auch da, aber es wird eben nicht angewandt, um all die Menschen zu schützen, die ihre Stimme gegen diesen Niedergang und Rechtsbruch erheben und dafür öffentlich gemobbt werden, angegriffen werden, um ihre Arbeitsplätze und um ihre Existenz bangen müssen. Das kann nicht sein, dass diese sich bereits auf der Grundlage des geltenden Rechtes verhindern. Man muss es nur wollen.
Und das ist die erste Aufgabe, die wir mit aller Entschlossenheit angehen müssen. Wir wollen das. Zum Zweiten will ich für ein Deutschland auf Augenhöhe mit den anderen Staaten in dieser Welt eintreten. Wirtschaftlich sind wir in den Augen der Welt ein Riese, politisch aber nur ein Zwerg. Wie ist es denn sonst zu erklären, dass heute, 72 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, die Feindstaatenklausel der UN immer noch gilt, wonach ohne weiteres Zwangsmaßnahmen bis hin zu militärischen Interventionen gegen uns angewandt werden können, wenn wir, ich zitiere, eine aggressive Politik verfolgen sollten? Wie ist es möglich, dass sich keine deutsche Regierung bislang ernsthaft um die Streichung dieser unwürdigen Klausel bemüht hat? Ich denke, die Antwort ist klar. Unsere weltweite Anerkennung beruht in erster Linie darauf, dass wir Zahlvater sind für viele Projekte. Und natürlich ist unseren Partnern und Freunden keine Last zu groß, solange wir sie tragen. Was aber geschieht, wenn unsere wirtschaftliche Stärke verschwindet? Wir müssen es deshalb dringend wieder lernen, auch außenpolitisch unsere eigenen, unsere deutschen Interessen wahrzunehmen. Und das ist die zweite Aufgabe, die wir ebenso entschlossen angehen müssen. Ich habe mir einmal die Mühe gemacht und alle Vorschläge der Altparteien aufgeschrieben, die mir Mut machen, dass auch Sie diese Ziele anstreben. Das Ergebnis sehen Sie hier. Ein leeres Blatt Papier. Wir müssen anfangen, es zu beschreiben. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir im September in den Bundestag einziehen werden, und zwar stärker, als das viele heute glauben möchten. Dann müssen wir den Bürgern zeigen, dass wir kompetente Lösungen für sie haben. Wir müssen den Bürgern den Weg zu uns zeigen, die davon noch abgehalten werden durch eine gewaltige Propagandamaschine. Vielen Dank. Die Zeit ist um. Vielen Dank. Und es gibt jetzt die Möglichkeit, Herrn Hartwig Fragen zu stellen. Frage Nummer 1, bitteschön. In jeder Legislaturperiode werden hunderte, Jahrtausende Gesetze und Verordnungen erlassen. Der Überblick über diese Vielzahl ist kaum noch möglich. Werden Sie dafür eintreten, dass alle Gesetze, die verabschiedet werden, nach einer gewissen Zeit überprüft werden und angepasst werden bzw. wieder zurückgenommen werden? Die Idee ist ja nicht neu. Ich denke, dass es nicht für alle Gesetze möglich ist, weil manche schon auf lange Zeit angelegt sein müssen. Aber viele Gesetze, da bin ich völlig bei Ihnen, wir sollten eine Art Haltbarkeitsdatum bekommen und zwingend nach einer gewissen Zeit daraufhin überprüft werden, ob sie überhaupt noch notwendig sind. Ich erinnere nur an die Sektsteuer, die im Ersten Weltkrieg eingeführt worden ist zur Finanzierung der Flotte und die heute noch gilt. Frage Nummer 2, bitteschön. Herr Dr. Hartwig, Sie haben gesagt, wir müssen als mitgrößte Wirtschaftsmacht in der Welt uns auf Augenhöhe mit anderen Staaten begeben. Wie können wir das zum Beispiel in wirtschaftlicher Hinsicht mit den USA angehen? Das ist natürlich schwierig, weil die USA eine ausgesprochen große Wirtschaftsmacht sind. Aber auch die Amerikaner verfolgen letztlich immer nur ihre eigenen Interessen. Wir haben das gesehen bei den TTIP-Verhandlungen und in vielen anderen Fällen auch. Wir müssen eine eigenständige Politik wahrnehmen, indem wir unsere eigenen Standpunkte gerade auch gegenüber den USA auf den Tisch legen. Genauso bin ich sehr dafür, dass wir eine ausgleichende Politik mit Russland verfolgen, was vielleicht nicht im Interesse der USA war, aber im deutschen Interesse ist und ganz wichtig ist. Denn auf Dauer gibt es keinen Frieden hier in Europa ohne Russland. Frage Nummer 3, bitte sehr. Fabeck, Oberbergischer Kreis. Herr Dr. Hartwig, Ihre Rede enthielt eine Dringlichkeit, das konnte man gut heraushören. Wie stehen Sie zu Folgendem? Das geht uns, im Kreisverband, mir auch allen, durch den Kopf. Wenn wir genug Stimmen bekämen, um an einer Regierung beteiligt zu werden, sollten wir das dann tun? Oder sollten wir wieder sagen, wir haben noch keine Erfahrung? Wie würden unsere Wähler damit umgehen? Vielen Dank. Das gehört dazu. Die Fragezeit ist um. Wir haben die Zeit für die Antwort. Bitte sehr. Ich denke, dass wir noch nicht die Reife haben, um Regierungsverantwortung zu übernehmen.
Ich denke, dass wir erstmal fundamental die Probleme und die Missstände aufzeigen müssen in diesem Lande und auch Lösungen anbieten müssen. Ich denke, dass wir vor allem auch die Bürger einwerben müssen, um zu wachsen in den nächsten Jahren, um dann 2021 unser großes Ziel zu erreichen, nämlich die Verantwortung für dieses Land aus den Händen derer zu nehmen, die es abschaffen wollen. Aber jetzt noch nicht. Frage Nummer 4, bitteschön. Ja, nochmal Walter Leiners, Kreisverband Heinsberg. Ex-US-Präsident Obama zog sich einmal sein Jackett aus bei einer Rede am Brandenburger Tor und sagte, unter Freunden kann man ruhig ein bisschen legerer sein. Dann reiste er zu der US-Militärbasis Ramstein und sagte dort vor amerikanischen Offizieren, Deutschland ist ein besiegtes Land und die USA werden dafür sorgen, dass das so bleibt. Glauben Sie, dass wir wirklich so souverän sind, um eigene Interessen durchsetzen zu können? Ich glaube, dass wir in einigen Bereichen, militärischen als Beispiel, noch nicht gleichberechtigt sind. Ob Sie das jetzt mangelnde Souveränität nennen, mag dahingestellt sein, aber das sind Bereiche, wo wir deutlich aufholen müssen. Wir müssen sehen, dass wir auf eine Augenhöhe kommen, auch mit den USA. Das wird ein Prozess werden, aber er ist unumgehbar. Und Frage Nummer 5. Sie haben als ehemaliger global agierender Akteur eine erfreulich national betonte Rede gehalten, Bewerbungsrede gehalten. Würden Sie ebenso, wie es Horst Köhler sagte, auch dafür eintreten, dass unsere Handelswege von der Bundeswehr geschützt werden? Das ist eine Frage, über die ich noch nicht nachgedacht habe. Ich denke, warum nicht? Wenn es unseren Interessen dient, Handelswege freizuhalten, auch unter Einsatz militärischer Mittel, warum nicht? Ja, vielen Dank. Abgegeben wurden 275 Stimmen, ungültig 0, Enthaltungen 1, Nein gegen alle 7, bedeutet 275 minus 1 ist 274, geteilt durch 2 ist 137, das zu erreichende Quorum ist 138, es entfielen auf Herrn Markus Mohr 98 Stimmen und auf Herrn Dr. Roland Hartwig 169 Stimmen. Herr Dr. Hartwig, ich darf Sie fragen, nehmen Sie die Wahl an? Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich für das Vertrauen und nehme diese Wahl mit viel Freude und auch mit viel Entschlossenheit an. Dankeschön. Herzlichen Dank.